Die Ankündigung von Wladimir Putin gestern, russisches Gas nur noch in Rubel sich bezahlen lassen zu wollen, ist ein echter Gamechanger, wie ich gestern im Markeflüster versucht habe zu zeigen, denn er dürfte dazu führen, dass dem Westen gar nichts anderes übrig bleibt, als ein Embargo gegen russisches Gas zu verhängen, also sich nicht auf diesen Deal einzulassen, russisches Gas jetzt in Rubel zu kaufen, denn das würde praktisch die zentralen Punkte der Sanktionen, nämlich die Abkoppelung Russlands vom Finanzsystem in Gestalt der Abkoppelung der russischen Zentralbank total untergraben. Darauf kann sich der Westen nicht einlassen. Dementsprechend brechen jetzt interessante Zeiten nicht nur für uns Deutsche an in Sachen Energie, sondern auch für den US-Dollar. Denn faktisch ist ja dieser US-Dollar der Rohstoff. Coin, wenn man so will, also die Währung, in der Rohstoffe bezahlt werden, und das sind jetzt Implikationen, die ich in diesem Video ein bisschen weiter spinnen will, in Anlehnung an das gestrige Video über Putins Schachzug mit Gas und Rubel. Ist das der Beginn eines neuen Weltwährungssystems? Denn der Dollar war ja sehr, sehr lange sehr dominant. Hier sehen wir, dass Deutschland zum Beispiel natürlich massiv auf dieses russische Gas angewiesen ist. 2/3 importieren wir aus Russland, ein bisschen was aus Norwegen, und das war es dann im Grunde. Niederlande ist nur wahrscheinlich über den Hafen Rotterdam hier wirklich relevant. Also das ist jetzt für Deutschland eine sehr, sehr schwierige Situation. Hier ein Artikel aus Politico, der genau das auf den Punkt bringt, was der Fall ist. Putin trifft den Westen an seiner schwächsten Stelle, nämlich das ist die Energieabhängigkeit, oder trifft Europa an seiner schwächsten Stelle, das ist die Energieabhängigkeit von Russland. Und interessanterweise ist jetzt auch ein Hackerangriff von Anonymous offenkundig auf die russische Zentralbank passiert. Hier sagt man, man hätte 35.000 Files hier sicherstellen können oder praktisch hier durch diesen Hack gewinnen können, die in den nächsten 48 Stunden dann veröffentlicht werden. Es dreht sich alles um diese russische Zentralbank, die praktisch der entscheidende Joker in diesem Spiel ist, die der entscheidende Joker für den Westen war, die aus dem Spiel zu nehmen, damit Russland vom westlich dollardominierten Finanzsystem abzukoppeln. Jetzt geht dieser Kampf also auf so verschiedenen Ebenen, IT, Geld, Rohstoffe weiter, das ist fast schon schwindelerregend. Jetzt gucken wir uns mal an, was heute Nacht passiert ist. Da hat China mit Russland einer Resolution zugestimmt, die dann allerdings vor der UN abgelehnt wurde, weil nicht genug Länder zugestimmt haben. 13 haben sich enthalten, 2 haben Ja gestimmt, Russland und China. Mit anderen Worten, China hat hier diese Resolution von Russland, da geht es um humanitäre Hilfen für die Ukraine, ziemlich absurd, aber sei es drum, China hat hier also als einziges Land mit Russland gestimmt. Jetzt sehen wir hier mal den Sprecher des chinesischen Außenministeriums vor einigen Tagen, der gesagt hat, klar gesagt hat, die USA und die NATO sind die Schuldigen in der Ukraine-Krise. Klarer kann man es nicht formulieren. Jetzt also stellt sich China hinter Russland in dieser Frage. Wir hatten vorher ja schon vor gut einer Woche die Meldung, dass Saudi-Arabien über Yuan nachdenkt, mit als Bezahlung für Ölverkäufe oder als Währung für Ölverkäufe nach China. Also auch hier die Abkehr des US-Dollars, die Abkehr vom Petrodollar, das ist die große Frage. Aber jetzt mal, nehmen wir mal an, der Westen würde sich auf einen Hintertür-Deal einlassen. Schlichtweg kann man eigentlich jetzt nicht mit der russischen Zentralbank Geschäfte machen und also das Gas aus Russland in Rubel bezahlen. Was könnte man aber alternativ tun, wie ich heute mit einem oder in einem Gespräch mit Georg Habeck so ein bisschen entwickelt habe. Ob das stimmt, ob das zutrifft, ist eine völlig andere Frage, ist Spekulation, aber es ist ein interessanter Gedanke. Könnte das Geschäft nicht über China abgewickelt werden, denn China besitzt ja sehr, sehr viele Rubel. China kauft ja russisches Gas und russisches Öl bereits mit Rubel oder in Yuan. Das heißt, die haben sehr, sehr viele Rubel. Diese Rubel könnten jetzt zum Beispiel dann westlichen Ländern wie Deutschland beliehen werden, mit gegen Sicherheiten, zum Beispiel Sicherheit Gold. Deutschland hat ja einen vergleichsweise großen Goldschatz. Dann würde Deutschland in Rubel zahlen. Dieser Rubel wäre dann umgedreht
indirekt Gold gedeckt und fertig wäre ein kleines neues fernöstliches Finanzsystem jenseits des Dollars. Kann das so kommen? Wahrscheinlich nicht, denn die Amerikaner würden dagegen sein sehr. Die werden jetzt mit Händen und Füßen versuchen, diese Attacke auf den Dollar, die Putins gestrige Verkündung ja beinhaltete, zu konterkarieren. Da wird man dagegen schießen. Wie effektiv dieses Dagegenschießen sein wird, das werden wir dann sehen. Aber hier sehen wir mal, dass natürlich dieser Petrodollar in Gefahr ist. Hier sehen wir die Länder, die eine größere Handelsbilanz haben mit China als mit den USA. Alles, was rot ist, hat mit China eine größere Handel und alles, was blau ist, mit den USA. Also wir sehen verschwindend wenig mit den USA. Das zeigt, wie wichtig eben China geworden ist und dass das natürlich den Dollar als die Weltleitwährung ein bisschen in Frage stellt. Petrodollar meint ja Petro von Petroleum, Benzin oder Öl, dass diese Verbindung zwischen Öl und der ganzen Dollar-Thematik eben hier seit wahrscheinlich 1942, 43, als die Amerikaner Gespräche mit den Saudis geführt haben, 1972, 73, seitdem ist der Dollar praktisch unangefochten die Währung, in der nicht nur in Öl, sondern in Rohstoffen bezahlt werden muss und kann. Und die Amerikaner haben natürlich durch diese Verbindung zwischen Rohstoffen, zwischen Öl und Dollar extreme Vorteile, denn wie hier ein Artikel auf Wikipedia zeigt, die meisten Erdöl exportierenden Länder haben bis heute wenig interessante Investitionsobjekte in großem Umfang. Und daher fließen diese Dollareinnahmen, die diese Erdöl exportierenden Länder haben, in der Regel wieder zurück in die USA, weil man da investieren kann, weil man da auch Rechtssicherheit hat, Investitionssicherheit hat. Normalerweise, wenn man jetzt kein Russe ist, Geld ist für die USA angenehmen Situation, dass dem Land erstens hohe Seniorage-Einnahmen zufallen, vereinfacht gesagt Gewinne durch Gelddrucken. Yep. Und diese nachhaltig starken Kapitalimporte aus den Ölländern senken das Zinsniveau in den USA, was Investitionen begünstigt. Also es vermindert sich zumindest dieses massive Handelsbilanzdefizit, das da der Fall ist, denn es fließt wieder Geld in die USA zurück, es fließen Dollars in die USA zurück, die sozusagen auf Papier gedruckt sind. Und wir stellen uns jetzt mal einen chinesischen Exporteur vor, der exportiert echte Werte zum Beispiel in die USA, vielleicht auch Plastikgeschichten, die billig sind, wie auch immer. Jedenfalls stellt er im Januar vielleicht die Rechnung und kriegt im Juni die Bezahlung. Dann ist aber dieser Dollar vielleicht schon 5% wieder weniger wert aufgrund der Inflation in den USA. Da würde ich als chinesischer Exporteur auch langsam nervös werden. Man exportiert also überwiegend Werte als Chinese oder als andere exportierende Länder, auch Deutschland, bekommt aber dafür ein bedrucktes Papier. Und das ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn ich jetzt praktisch die Situation habe, wie einst ein Finanzminister in den USA schon sie zum Ausdruck gebracht hat, nämlich der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Und jetzt ist vielleicht der Dollar das Problem der Amerikaner, weil die anderen sagen, nö, ist bald nicht mehr unser Problem. Das wäre ein Szenario, das mittel- bis langfristig durchaus passieren kann, indem wir praktisch jetzt den Anfang sehen oder zumindest ein Stadium bereits sehen, dass hier durch diesen Schritt Putins für wirkmächtig initiiert werden könnte. Jetzt hat Indien übrigens auch gesagt, wie die eine chinesische Publikation hier behauptet, nämlich eine regierungsnahe Publikation natürlich, dass man auch Öl möglicherweise in Yuan abwickeln wolle mit Russland, weil man zunehmend frustriert sei über die US-Sanktionen gegen Russland. Ob das stimmt, ist eine andere Frage, aber auch in China übrigens gibt es eine immer größere Diskussion jetzt, ob es gut ist, Russland Rückendeckung zu geben oder nicht gut ist, Russland Rückendeckung zu geben. Die Liebesbeziehung zwischen Russland und China ist vor allem seitens der Chinesen keine allzu ausgeprägte, höchstens ein Zweckbündnis. Man hat ja historisch durchaus viele Konflikte gehabt in der Vergangenheit, viele Bereiche, die Gebiete, die China beanspruchte, sind jetzt russisch. Also das darf man nicht vergessen, da gab es auch kriegerische Auseinandersetzungen. Und jetzt kommen wir mal zu den Herren des Geldes, nämlich die, die den Dollar drucken können, die Fed also.
Und hier hat jetzt gestern James Ballard, der Chef der St. Louis Fed, gesagt, also Teile der US-Ökonomie seien overvalued, überbewertet. Echt jetzt? Das finde ich eine revolutionäre Erkenntnis. Wir sollten die Bilanzsumme jetzt reduzieren. Da ist noch ein weiter Weg, bis das wirklich gelungen ist. Also sollten wir jetzt schon anfangen. Extrem hawkische Aussagen von Ballard. Wir könnten das schneller machen und wir könnten dann auch später Assets verkaufen. Normalerweise will die Fed ja so vorgehen, dass sie einfach bestehende Anleihen auslaufen lässt und dann nicht mehr ersetzt. Jetzt ist hier die Rede von aktivem Verkauf aus dem Bestand. Das ist eine neue Dimension. Wir sehen, wie massiv die Inflation steigt und wir erwarten, dass diese Inflation im Frühling weiter nach oben geht, so sagte James Ballard. Deswegen erhöht sich jetzt der Handlungsdruck auf uns, also Inflationserwartung hier, die durch den Fed-Speaker Ballard hier klar auf den Punkt gebracht wird. Wir haben heute übrigens auch einige Fed-Mitglieder, die sich äußern werden. Evans, Kashkari, wie sie alle heißen, da wird wohl wahrscheinlich viel von 0,5 Zinsschritten die Rede sein. Reden wir jetzt mal von den Aktienmärkten. Hier sehen wir die Entwicklung gestern. Minuszeichen, pardon, nach der Rallye der Vortage. Energie war der beste Sektor, dann Utilities, also Versorger, defensive Sektor, also hier Finanzwerte unter Druck, weil eben die Renditen wieder ein bisschen gefallen sind als Flucht in den sicheren Hafen im Gefolge der Verkündigung Putins, eben Gas nur noch in russische Rubel Faktorieren lassen zu wollen. Wir sehen dann auch, dass die Zinskurven sich weiter verflachen, in Richtung Invertierung gehen. Deswegen die Finanzwerte besonders schwach. Aber es gibt Hoffnung für die Bullen und ich zähle ja zu den allergrößten Aktienbullen, meine Damen und Herren, die jemals auf diese Welt gekommen sind. Hier sehen wir den S&P 500 und hier sehen wir, dass diese Konsolidierung durchaus weitergehen kann. Unten etwa sehen Sie den MACD, der sehr, sehr angespannt ist. Wir sind nach wie vor überkauft nach dieser Rallye der letzten Tagen, ja fast schon Wochen. Aber ein bullisches Szenario könnte sein, dass wir einen Rücksetzer beim S&P 500 sehen und dann so eine Art inverse Schulter-Kopf-Schulter entsteht. Das wäre eine bullische Geschichte. Mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Jedenfalls sehen wir, dass diese zuvor so negative Stimmung, vor allem der Investoren, hier der Privatinvestoren, inzwischen deutlich weniger negativ ist. Inzwischen jetzt fast wieder so viele Bullen wie Bären am Markt. Das war lange ja anders. In der letzten Woche war jeder zweite bärisch und nicht mal jeder vierte bullisch. Also dieser Anstieg der Aktienmärkte hat natürlich mental seine Spuren hinterlassen. Und hier kommt dann ein junger Bursche, dessen Hedgefund 3000% in den letzten 5 Jahren gemacht hat, mal zu Wort mit einer bullischen Sicht und sagt, ja, wahrscheinlich kriegen wir nur noch schlechte Nachrichten in diesem Jahr. Ja, besonders toll sind die nicht, aber das muss nichts heißen, denn die Regierungen werden counter-cyclical measures dann erlassen. Also wir hätten dann so eine ähnliche Situation wie bei Corona, dass letztendlich wieder durch Liquidität, durch irgendwelche Maßnahmen alles zugeschüttet wird. Kann das gelingen? Ich glaube nein, weil eben jetzt die Inflation hoch ist und eben diese counter-cyclical measures, diese gegenzyklischen Maßnahmen dann nur dazu führen würden, dass noch mehr Inflation passiert, also das Problem sich weiter verschärft. Aber gut, meine Damen und Herren, bei bullischen Argumenten braucht man nicht wählerisch sein. Das gilt auch für die russische Börse, die ja heute nach 4 Wochen teilweise mit einigen Aktien wieder eröffnet. Und siehe da, es geschehen Wunder. Wir sehen Rosneft 14% im Plus, der MOX-Index 3% im Plus, Lukoil 15% im Plus, nur Aeroflot ein bisschen unter Druck, gell, da hat die Regierung noch nicht zukaufen können, gell, das passiert dann jetzt bald. Aber hier nochmal verwiesen auf das, was die Dallas Fed in Sachen russisches Öl gesagt hat, also dass der Preis für Öl dürfte weiter steigen und sehr lange so hoch bleiben, bis dann die Nachfrage sinkt, weil der Preis so hoch ist. Das beste Mittel gegen Inflation sind ja teure Preise, weil irgendwann die Leute nicht mehr bezahlen können oder wollen diese teuren Preise, also sinken die Preise wieder. Das ist wahrscheinlich jetzt der Mechanismus, der vor uns liegen wird, dass also Öl so teuer wird, dass dann die Ölnachfrage sinkt, wodurch Öl dann wieder günstiger wird. Wir sehen aber, dass möglicherweise wir vor Lieferengpässen, vor Rationierungen von Diesel sind.
Wie Javier Blas hier zeigt, Backwardation in the European Diesel Market is monstrously large. Extrem, was da passiert. Also, das könnte weitere Preisexplosionen vor allem bei Diesel bedeuten. Und meine Damen und Herren, jetzt habe ich mal einen konstruktiven Vorschlag für Sie. Wenn Sie Ihre Frau mal ausführen wollen, so richtig teuer und edel ausführen wollen zum Essen, dann würde ich Ihnen anempfehlen, sich direkt einen Tisch zu bestellen neben einer Tankstelle. Das dürfte Ihre Frau sehr, sehr schätzen. Hier sehen wir übrigens auch eine bissige Bemerkung von Bespoke. Wir haben jetzt ja Öl 20% gestiegen seit der letzten Woche, damit wieder in einen neuen Bullenmarkt, by the way. Während die Tankstellenpreise, also die Benzinpreise in den USA sogar 1% gefallen sind in diesem Zeitraum, das erfordert eine Untersuchung, wird hier ironisch postuliert. Wir erinnern uns, dass Biden ja immer wieder darauf gedrungen hat, mal hier zu untersuchen, ob sich die Tankstellenbetreiber und die Mineralölkonzerne hier nicht reich machen. Biden, by the way, ist jetzt in Brüssel eingetroffen. Hier wird man jetzt mit der NATO sich besprechen. Ich bin gespannt, ob da Aussagen kommen in Sachen russisches Gas und Rubel, ob man das jetzt zurückweisen wird. Gestern hat Draghi, hat die italienische Regierung das schon anklingen lassen. By the way, ist jetzt Google offenkundig in Russland gesperrt worden, respektive Google News. Google sagt, es ist nicht ein technisches Problem unsererseits, aber man kann von Russland aus nicht zugreifen. Und für die Freunde des Pommes, der Pommes frites, vielleicht eine schlechte Nachricht, denn man braucht ja hier Sonnenblumenöl oder zumindest Öle für die Herstellung von Pommes frites. Kartoffeln haben wir in Deutschland ja genug, aber mit dem Öl haben wir es nicht so. Das könnte bedeuten, dass auch hier jetzt Knappheit an Pommes frites und Chips entstehen wird. By the way, der Rapspreis hat jetzt erstmal die Schallmauer von $1000 durchbrochen. So, meine Damen und Herren, heute 19 Uhr, deswegen auch das Marktgeflüster heute früher. Ein neues Format Boom und Bust oder eine neue Staffel, respektive eine neue Folge der zweiten Staffel Boom und Bust. Krieg, Zeitenwende für unser Geld. Was bedeutet der Ukraine-Krieg für unser Geld? Woher kommen wir bereits mit dieser extremen Gelddruckerei? Wie ist Bretton Woods zu verstehen? Sind wir nicht eigentlich in einem permanenten Krisenmodus, Boom, Bust durch unser Geldsystem? Das werden wir besprechen mit dem Buchautor Benjamin Mutlak, der auch Unternehmer ist und der ein Buch geschrieben hat, das heißt Geld, Zeitenwende, in der er einen extrem guten Fundus an Grafiken hier zur Darstellung bringt, die alles erzählen, was Sie wissen müssen. Das werden wir im Boom und Bust heute ab 19 Uhr, den Live-Link werde ich Ihnen unter dem Video posten, sodass ich Sie unbedingt auffordere, dieser Sendung Folge zu leisten. Also wird unter dem Video verlinkt, den Live-Link, unter dem Sie ab 19 Uhr das mit Benjamin Mutlak und natürlich Stefan Risse sehen können. Und dann noch zwei Hinweise, meine Damen und Herren. Goldpreis, jetzt neue Chance nach dem Rücksetzer. Ist das jetzt eine bullische Konstellation für die Freunde von Gold? Und nochmal ein Artikel, den wir ja geschrieben hatten über Saudi-Arabien. Denkt über Yuan statt über US-Dollar für Ölverkäufe nach China nach. Und damit Sie sich nochmal auf diesen historischen Kontext bringen mit Petrodollar und jetzt diesem Schritt, über den Saudi-Arabien offenkundig nachdenkt. Also drei Links, meine Damen und Herren. Gold, Saudi-Arabien und der Live-Link zu Boom und Bust. Alles drei ein absolutes Muss. Ich wünsche jetzt einen guten Start in diesen Tag. Marktgeflüster heute circa 18, 15 Uhr. Ich sage Servus und Ciao.